Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu Cycle Diction, eurem Kanal rund ums Rennrad. Und heute möchte ich euch mein neues Gravelbike vorstellen. Ich habe das Fahrrad jetzt schon seit 3 Monaten ungefähr und bin schon die ein oder andere Tour damit gefahren, auch schon eine Bikepacking-Tour. Von daher wird es nun Zeit für ein erstes Fazit. Ja, für mich wurde es nach 3 Jahren Cube Cross Race endlich mal Zeit für ein neues Gravelbike. Und ja, dabei habe ich mich wirklich umfangreich auf die Suche begeben. Ich war auf der Bike-Messe in Düsseldorf, habe da alles Mögliche angeguckt und ausprobiert. Letzten Endes ist meine Wahl aber tatsächlich auf etwas ganz anderes gefallen, nämlich ein MMR X-Grip. MMR habt ihr vielleicht noch nie gehört, die Marke. Liegt daran, dass diese Marke tatsächlich in Deutschland noch gar nicht so groß vertrieben wird. Die ist jetzt ganz neu, hat die ersten Händler haben sie jetzt in Deutschland. Ich habe das Rad aber tatsächlich online bestellt über einen Discount-Online-Shop. Bin dieses Risiko eingegangen, dass man sehr viel Geld an einen Online-Shop bezahlt, der irgendwo in Spanien sitzt und man nicht weiß, okay, kommt das Rad wirklich oder nicht. Es ist aber alles gut gegangen und ich würde sagen, dieses Risiko hat sich vollkommen gelohnt, denn meiner Meinung nach ist das Gravelbike mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, was es aktuell auf dem Markt gibt. Auf der Website von MMR kostet dieses Rad 2250 Euro, das ist also höchstwahrscheinlich auch deren unverbindliche Preisempfehlung. Ich habe es jetzt im Online-Discount für 1,718 rum geschossen. Und ja, das ist wirklich ein sehr guter Preis, wenn man bedenkt, was man hier bekommt. Denn, fangen wir an. Für mich waren von Anfang an 2 Dinge beim neuen Gravelbike extrem wichtig. Ich wollte einen komplett aufgeräumten Lenker haben, ohne dass da Kabel großartig rumfliegen. Wo leider die meisten großen Hersteller sofort ausscheiden in diesem Preissegment, weil die großen Hersteller der traditionellen Marken erst ab einem deutlich höheren Preis bei Carbon-Bikes anfangen, die Kabel wirklich komplett zu verstecken. Das MMR X-Grip hat das meiner Meinung nach wirklich gut gemacht in diesem Preissegment. Das ist hier ein Ritchie-Vorbau mit Verkabelung unter dem Lenker. Das heißt also, die Kabel gucken hier minimal nur am Anfang raus und verschwinden dann direkt im Lenker. Meiner Meinung nach wunderschön. Einer der Hauptfaktoren, was ich haben wollte, weil ich das Bike auch fürs Bikepacking benutzen will. Und wenn man dann eine Lenkertasche unter den Lenker bindet, dann nerven einfach Kabel, die da rumfliegen. Und es sieht einfach 1000-mal besser aus, wenn da keine Kabel sind. Und da muss ich sagen, Shoutout an all die großen Hersteller. Warum kriegt ihr das nicht hin in dem Preissegment? Es ist wirklich traurig, dass kaum ein Bike unter 3000 Euro es schafft, ohne Kabel vorne auszukommen. Die einzigen anderen, die ich hatte, war das neue Ronde Root AL. Das kam auch sehr eng in Betracht. Genau, letzten Endes habe ich mich aber aufgrund des subjektiven Designs habe ich mich hierfür entschieden. Der zweite wichtige Punkt für mich war, ich wollte auf jeden Fall eine Bikepacking-Gabel haben, also eine Gabel mit 3 Bohrpunkten, um potenziell auch Taschen an der Seite der Gabel anbringen zu können und eben diese Flexibilität zu haben. Auch das hat das MMR wirklich gut gelöst oder ich finde eine wirklich formschöne Gabel mit Anbohrpunkten. Hier ist auch wirklich viel Platz für dicke Reifen. Verbaut sind gerade 40er Reifen, aber hier ist noch Platz für deutlich mehr. Also ja, wunderbar für Bikepacking. Der nächste Punkt, der mir besonders wichtig war, war die Schaltung. Ich habe auf meinem Straßenrennrad mittlerweile eine SRAM und bin mit SRAM super zufrieden und deswegen wollte ich auch auf diesem Rad eine SRAM haben. Und verbaut ist hier tatsächlich die brandneue aus 2023, die ist 2023 gelauncht worden, hat man auch an den wenigsten Bikes der großen Hersteller jetzt schon dran. Bei MMR ist es schon dran, richtig cool. Das Schöne an dieser Schaltung ist, es ist auch die Explore-Version, die XPLR-Version. Das Schöne an dieser Schaltung ist, ja, auch diese ist vorne einfach geschaltet nur, ohne Umwerfer. Und deswegen war es mir wichtig, hinten eine möglichst große Kassette drauf zu kriegen. Und die neue SRAM Apex hat nochmal
etwas mehr Spielraum für größere Kassetten. Hier ist jetzt eine 11 bis 44T verbaut. Das ist nochmal ein bisschen mehr als bei der Vorgänger Apex. Und das war mir einfach extrem wichtig, um mit einer Einfachschaltung beim Bikepacking auch eben die Berge hochzukommen. Das ganze Rad gibt es aber auch mit einer Shimano-Ausführung. Das ist dann das X-Grip 10, das ist das Modell X-Grip 00 und das andere ist das X-Grip 10. Genau, da hat man dann eine Shimano GRX drauf. Farben gibt es zwei Stück. Es gibt ein Gelb-Schwarz, was ich nicht so geil fand. So wie es hier steht, ist es in einem Cooper Light Grey und Black. Muss ich sagen, sehr, sehr geile Farbe. Hat mir auf Anhieb richtig gut gefallen. Ich hatte vorher mich auch für ein Tichigi All-In Gravelbike lange interessiert, weil das eben auch so eine matte, ja, recht rauen Lack hat, was einfach super geil aussieht. Und die Farbe hier kommt dem sehr, sehr ähnlich und es gefällt mir einfach super gut. Ich kann mich daran gar nicht wirklich satt sehen. Ja, beim Sattel war ursprünglich ein Selle Italia Boost X3 verbaut. Ich habe den umgebaut auf einen normalen Boost-Sattel, weil ja für mich diese Aussparung in der Mitte einfach deutlich angenehmer ist. Das ist aber natürlich absolute Geschmackssache. Hinten gibt es dann noch Bohrpunkte für Schutzbleche. Ja, für mich jetzt uninteressant. Ich habe meinen Ass-Saver aus Plastik, den ich mir hier hinten reinpacke. Genau, das war nämlich auch noch ein Kriterium, dass man hier hinten so ein Dreieck wirklich hat, um da einen Ass-Saver reinklemmen zu können. Hat es auch. Von daher auch das wunderbar. Laufräder sind von Mavic, die Mavic Allroad 1. Die habe ich umgerüstet hier bei dem Bike tatsächlich auch schon auf Tubeless. War nicht ganz so einfach, man musste ein bisschen nachkleben in der Naht. Das heißt also A war es nicht Tubeless ready. Ich musste ein Tape reinkleben und B gab es ein bisschen Probleme bei dem Punkt, wo die Felge gesteckt ist quasi. Ich habe das mit ein bisschen Sekundenkleber tatsächlich hinbekommen. Könnt ihr aber in dem Video zum Tubeless anschauen. Das findet ihr hier oben. Genau, so gesehen ist das ganze Rad jetzt auf Tubeless. Die Reifen sind Hutchinsons Touareg. Die waren Tubeless ready. Ich finde den Reifen eigentlich echt ganz gut. Sehr universell einsetzbar. Auf der Straße recht laufruhig, aber gleichzeitig im Gelände auch wirklich eine Menge Grip vorhanden. Bei vollstem Matsch weiß ich jetzt nicht, ob er noch so gut performt. Da braucht man dann wahrscheinlich eher so eine krasse Crossbereifung. Schön ist aber an dem Reifen, also mir gefällt der Reifen sehr gut, auch optisch, weil der Reifen eben so eine glänzende Flanke hat und das passt einfach unglaublich gut zu der Farbe des Bikes und macht sich wirklich sehr, sehr schön. Der Lenker an sich gefällt mir auch sehr gut, auch ein Ritchie-Lenker. Er ist sehr, sehr breit, dick und damit sehr griffig, das gefällt mir sehr gut. Das Lenkerband, was verbaut war, ist auch sehr schön, sehr haptisch gut gelungen und ja, genau. Ich habe meine Bremshebel halt ergonomischer eingestellt in die Mitte und dadurch habe ich für mich auf diesem Rad auch wirklich sehr schnell eine sehr, sehr gute Position gefunden, die auch sehr niedrig ist, gleichzeitig aber trotzdem noch komfortabel. Ein weiterer Vorteil, der mir an dem Rahmen aufgefallen ist, ist die doch sehr wendige Geometrie. Ich hatte ja vorher immer ein Crossrace, das heißt eigentlich ein Crossbike und ich wollte halt eigentlich auch wieder ein Bike, was irgendwo eigentlich ein Gravelbike ist, aber schon eher mit so einer dynamischen Crosser-Geometrie, damit man eben auch im Winter vielleicht mal ein Crossrace mitfahren kann und nicht dann so ein Panzer durch die Gegend fährt. Und das ist bei dem Rahmen auf jeden Fall der Fall. Also der fühlt sich eigentlich genauso wendig an wie der von Cube, das Crossrace. Da ist vielleicht minimal weniger Wendekreis, aber das ist wirklich kaum zu merken und trotzdem finde ich es komfortabel, weil es aber auch gewohnt war, immer auf einem Crossbike Bikepacking-Touren zu machen. Aber ja, für mich ist die Geometrie somit perfekt. Eine genauere Review der Schaltung findet ihr auch auf meinem Kanal. Schaut mal hier oben auf dem Link. Da findet ihr zumindest ab nächster Woche den Link zu der Review der Schaltung. Ja, das war es auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick ins Bike bekommen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch das Bike gefällt. Was fehlt euch? Würdet ihr es so kaufen? Oder braucht ihr auf jeden Fall einen Carbonrahmen beim Gravelbike? Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Like da lasst. Ich mache regelmäßig Reviews, Tutorials und Tourenvideos rund um das Thema Rennrad/Gravel.
Da ist bestimmt für jeden was dabei. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin, stay cycle addicted. Ciao, ciao.